Ja, schau, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar wieder ein Video von Filmlecker17. Und zwar gucken wir mal, das Spiel hat schon begonnen. Ich habe wieder eine Weile nicht gespielt. Ich komme gerade nicht dazu, mein PC ist. Ich bin gerade mit meinem PC beschäftigt, und da muss ich dann eben gucken, dass ich da alles hinbekomme. Da muss ich noch ein paar Updates machen und Upgrades sind noch ein bisschen verbessern, und von dem her bin ich mit dem gerade beschäftigt. Da komme ich gar nicht zu dir zu spielen. Dann kann ich aber für hier aufsparen. Ich habe mir zwar keine Rückmeldung gegeben, ob ich das alles Play machen soll, aber ich habe Daumen hoch bekommen und einen neuen Abonnenten. Danke dafür. Und ja, ich habe einfach mit meinem ganzen Mod nochmal ein Video davon. So, ist natürlich wahrscheinlich nicht so ganz spannend, aber bis ich weitere Let's Plays machen kann mit meinem Computer, dann würde ich dann eben damit vorlieb nehmen, und ihr auch eben. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Schreibt in die Kommentare. Hey, ich finde ja noch ein anderes Spiel, das ich schon mit Let's Playen kann auf dem Handy. Ich muss mal schauen. Vielleicht meldet. Ja, gut, bitte. Da habe ich nicht gut genug platziert, und an dem habe ich auch nicht auf Schließen gedrückt. Also, dann war ich auch nicht ganz gut, und den. Oh, schade. Dieses Spiel ist mir ganz interessant übrigens, weil ich das Spiel ja schon kenne. Ich habe das schon ein paar Mal gespielt. Ja, da kommt die Überwachung, da kann ich auch nichts machen. Jetzt hatte ich mal meine Mannschaft umbauen. Ja, wir sehen, ich habe einen verletzten Spieler. Den kann ich natürlich auch nicht reintun. Man ja. Ich kann kein Spieler anlächeln, der war letztlich super. Kann ich irgendjemand anlächeln? Ihr seht, hier sind meine Spieler noch extrem schlecht. Ich tu mal kurz da oben ein Programm nach da oben. Ja. Mein Spiel ist noch extrem schlecht, aber da habe ich dann schon ein bisschen auf. Aufgeben und ich praktisch also mit der Spielentwicklung weiterentwickelt und verbessert. Aber nehmen noch nicht alle, das waren vor allem jetzt die, die da in der Startaufstellung sind. Alle anderen eben noch nicht. Das heißt, da habe ich noch eine Menge zu tun. Sensio, ich bin mir alles, Kapitän. Er ist für die Strafstöße zuständig, für Freistöße und vom Ecken links und rechts. Ja, gegen Atletico Madrid spielen übrigens. Und ja. Übrigens, solange ich jetzt das hier aufnehme als Let's Play, werde ich natürlich nicht die Spielentwicklung machen. Da ich, weil ich da auch immer, weil das immer auch so damit verbunden ist, dass man so gerade Videos angucken kann. Gratis Videos, mit denen man dann man eben nicht sammeln kann. Das will ich nicht hier machen, weil dann sollte er die ganze Zeit Videos angucken müssen. Innerhalb dieses Videos oder unbegehbare Videos für irgendwelche Spiele, und das finde ich auch schlecht. Das heißt, ich werde dann eben immer so einen Unterschied merken, wenn ich das dann wieder öfter spiele. So, dass ich dann wieder irgendeinen Spieler entwickelt habe. Spielentwicklung beim nächsten Video, falls es ein nächstes Video gibt, aber. Vielleicht mache ich wirklich ein regelmäßiges Let's Play draus, oder ich finde noch eben ein anderes Spiel, das ich Let's Playen kann auf dem Handy eben. Ich weiß nicht, ob ich laut genug spreche, das muss ich mir nachher noch angucken. Aber ja. Moment mal kurz.